Die Universität Ulm ist ein Pionier in der Quantenforschung und hat zusammen mit ihren Partnern von der Universität Stuttgart und dem Max-Planck-Institut das Zentrum für integrierte Quantenwissenschaften und Technologie aufgebaut. Ziel dieses einzigartigen Zentrums ist es, grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse der Quantenphysik zu übertragen in technologische Anwendungen. Und das über die Disziplingrenzen hinweg, von der Physik, den Material- und Ingenieurwissenschaften bis hin zu den Lebens- und Informationswissenschaften. Hochspezialisierte Forschungslabore, wie hier zum Beispiel das Zentrum für Quantenbiowissenschaften und Kollaborationen mit externen Partnern, bieten exzellente Bedingungen, um die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu gestalten. Die Quantentheorie, die diesen Mikrokosmos beschreibt, sagt uns, dass diese atomaren Teilchen Wellencharakter haben, dass sie nicht wohldefinierten Ort und Impuls haben können und sie sagt uns, dass diese Teilchen auch miteinander verschränkt sind. Dieses Phänomen geht zurück auf den hier in Ulm geborenen Albert Einstein, der 1935 mit seinen Assistenten Boris Podolsky und Nathan Rosen dieses Phänomen der Verschränkung entdeckt haben. Der Name Verschränkung geht zurück auf Erwin Schrödinger, der natürlich auch für seine Schrödingersche Katze bekannt ist. Die Phänomene, die wir in der Quantenmechanik kennen, können wir ausnutzen, um neue Technologien, sogenannte Quantentechnologien, zu entwickeln. Und diese werden auch die Technologien des 21. Jahrhunderts sein. Die Bose-Einstein-Kondensation ist wohl das beeindruckendste Phänomen der Quantenmechanik. Hier schwingen die Atome alle gleich. Sie marschieren ähnlich wie eine Armee im Gleichschritt. Und das ist ein Phänomen, was sich sehr verwandt ist mit einem Laser. Solche Bose-Einstein-Kondensate können auch als Anwendung, aber auch für Grundlagenexperimente benutzt werden, sind auch heute schon in der Internationalen Raumstation zu finden. Dieses Thema ist auch zentral für das Institut für Quantentechnologien des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt hier in Ulm. In unserer Forschung beschäftigen wir uns mit der Schnittstelle zwischen den Quantentechnologien und den Lebenswissenschaften. Schauen Sie, was hat diese Pflanze im Flur hier mit Quantentechnologien zu tun? In der Tat können wir sagen, es ist eine lebende Quantentechnologie. Diese Pflanze betreibt Photosynthese und wandelt Licht und Kohlendioxid in chemische Energie und letzten Endes in ihr Wachstum um. Und um diesen Prozess wirklich zu verstehen, müssen wir die quantenmechanischen Prozesse in der Pflanze selber verstehen. Nur dadurch können wir erklären, warum Photosynthese so robust ist, so effizient ist und wie sie überhaupt in den ganzen biologischen Systemen funktioniert. Und natürlich beschäftigen wir uns nicht nur theoretisch mit diesen Fragen, sondern wir müssen unsere Vorhersagen auch experimentell verifizieren. Und dazu nutzen wir Quantentechnologien, um neue Beobachtungsfenster in die Biologie zu erschließen. Ja, und eine Methode, um Quantendynamik in photosynthetischen Komplexen zu untersuchen, ist ultraschnelle Laserspektroskopie, wo man das System mit kurzen Laserpulsen stört und die Reaktion auf diese Störung analysiert. Und was dann zu sehen ist, können Sie hier betrachten in einer Visualisierung, die theoretisch berechnet, was in einem Experiment zu sehen wäre. Und ganz wichtig ist diese Struktur rechts unten hier, denn diese bedeutet Energietransport und Wechselwirkung in diesem System. Und dadurch, dass diese Struktur sich periodisch in ihrer Position und in ihrer Färbung verändert, können wir schließen, dass Quantenmechanik hier eine essentielle Rolle spielt.
Ein weiteres Beispiel für eine Schnittstelle zwischen den Quantentechnologien und den Lebenswissenschaften ist die medizinische Bildgebung. Beispiele hierfür gibt es seit 400 Jahren. Das begann mit der Mikroskopie, wo Physiker gelernt haben, Licht mit Linsen zu manipulieren, und ging weiter mit Röntgenstrahlung, mit Magnetresonanz, die es uns erlaubt hat, Proteinstrukturen und DNA-Struktur zu entschlüsseln. Wir gehen jetzt weiter und versuchen, Quantentechnologien auszunutzen, um Magnetresonanztomographie noch einmal um bis zu 4 Größenordnungen zu verbessern. Und das hat wesentliche Anwendungen im Bereich der Krebsforschung, der Krebsbehandlung und der Krebsvorsorge. Hier in neuen Laboren arbeiten wir an Technologietransfer von Grundlagen der Quantenphysik zum neuen Sensorik. Diese Quantensensorik nutzt Quanteneigenschaften von einzelnen Atomen, um bessere Sensoren zu entwickeln. Die werden nicht nur empfindlicher als klassische Sensoren, sondern bieten auch bessere Ortsauflösung. Wir haben Ziel, einzelne Biomoleküle zu spüren und deren Struktur aufzuklären. Klassische Elektronik basiert auf Silizium. Quantentechnologie, die wir entwickeln, ist basierend auf Diamant. Dieser synthetische Diamantkristall hat enorme Reinheit, 1000-mal reiner als beste natürliche Kristall. In diesem Diamant können wir Fremdatome reinbringen mit Nanometer Genauigkeit und dann mit Hilfe von Mikrowellen und Laserstrahlung kontrollieren und abbilden. Dieses Bild zeigt ein einzelnes Atom im Diamantkristall.